Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar ist es: Liebe N, du bringst mein Herz zum Überlaufen von Anna oder Anna Paulsen. Und es ist im Pengium Verlag erschienen, kam 2018 raus und hat 328 Seiten. Und ja, ich habe es endlich gelesen und es ist so eine schnucklig süße Liebesgeschichte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier geht es um Mathilda und Mathilda arbeitet im Amt bei der Post für unzustellbare Briefe. Also Briefe, die nicht richtig beschriftet sind, unleserlich beschriftet sind, also so, dass sie nicht zugestellt werden können. Und Mathilda bearbeitet die Buchstaben K bis M genau. Und ja, da landen halt jeden Tag so ein paar Briefchen auf ihren Schreibtisch und sie öffnet diese Briefe, um halt aus dem Inhalt irgendwelche Informationen herauszubekommen, damit diese Briefe doch noch zugestellt werden können, beziehungsweise dann endgültig archiviert werden können. Und da passiert es Mathilda eines Tages, dass ihr ein Brief runterfällt, weil ihre Arbeitskollegin, oh, Simone hieß sie, glaube ich, nee, Kirsten, wieder bei ihrem Büro reinschneit und sie natürlich wieder zublubbelt, sozusagen mit ihrem Privaten, was Mathilda überhaupt nicht interessiert. Mathilda ist so ein Eigenbrötler, also sie ist gern für sich allein und sie hat gern ihre Ruhe und sie will dabei nicht gestört werden und sie liebt ihre Arbeit. Und Kirsten ist halt, ja, typische Arbeitskollegin, sie schnattert gern und sie versucht halt Mathilda auch immer zu irgendwelchen außerberuflichen Aktivitäten einzuladen, was Mathilda versucht halt natürlich immer abzuwimmeln. Und so passiert es ihr eines Tages, dass sie einen Brief unter den Aktenschrank rutscht. Und sie will natürlich, ja, versucht halt dann diesen Aktenschrank irgendwie, der richtig schwer ist, zu bewegen, um halt an den Brief wieder ranzukommen, um natürlich mit der Arbeit abschließen zu können. Und als sie es dann natürlich schafft, diesen Aktenschrank zu bewegen, kriegt sie nicht nur diesen Brief hervor, sondern noch einen anderen. Und ja, Mathilda liest natürlich diesen Brief und sie ist sehr gerührt von diesem Brief, weil es da um Leni und, oh, wie hieß der nochmal? Leni und Michael, Michel. Michel, Michael, Michel, Michel hieß er, glaube ich, Michel, geht und ja, und da aber keine konkreten Hinweise in diesem Brief zu finden sind und Mathilda ihn eigentlich zu schade findet, um ihn archivieren zu lassen, kommt sie natürlich auf die Idee, beziehungsweise mit schlechtem Gewissen nimmt sie diesen Brief natürlich dann mit nach Hause. Und sie geht aber nicht sofort nach Hause, weil ihr einer Nachbar, der Knut, der hat seinen Fuß gebrochen und für den soll sie natürlich einkaufen gehen und dann bringt sie natürlich was mit und irgendwie kommen sie dann durch Zufall ins Gespräch und sie erzählt ihnen halt von dem Brief. Und er macht sich sofort an die Tat und klappt seinen Laptop auf und Mathilda ist total begeistert, dass er sich damit so gut auskennt und kommt natürlich auf ein paar Hinweise und findet ein paar Hinweise heraus durch das Internet. Und Mathilda gibt die dann natürlich Mathilda und Mathilda macht sich dann sozusagen nach und nach, springt sie über den Schatten und versucht natürlich herauszufinden, wo diese Leni heute ist, beziehungsweise was aus ihr geworden ist und was aus Michael geworden ist. Und sie versucht halt herauszufinden, ob diese halt noch leben und wie es denen geht und ja, sie möchte halt den Brief trotzdem weiterhin übermitteln. Und so macht sie sich sozusagen automatisch zur Glücksbotin und will halt, beschließt halt dann öfters, solche Briefe weiterhin auch zuzustellen. Auch wenn keine direkten Hinweise versteckt sind, macht sie sich mit ihrem Nachbarn Knut damit dies zur Aufgabe. Und natürlich bekommt sie halt auch eines Tages einen Brief, der so heißt wie im Titel. Was natürlich dann noch alles passiert und ob sie Leni und Michael findet und ob sie sie irgendwie dahinter kommt, was jetzt genau hinter dieser Geschichte zwischen den beiden steckt, was sie natürlich total fasziniert.
Und was sie natürlich noch alles erlebt und herausfindet, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Auf jeden Fall ist es eine richtig, richtig super süße, schnuckelige Geschichte. Und ich finde es auch toll, dass halt auch immer solche Textstellen drinne vorkommen, die halt in diesem Brief vorkommen, den halt Mathilda gelesen hat. Und richtig, richtig toll gemacht. Es ist in Kapiteln eingeteilt und die Kapitel haben auch extra nochmal eine Überschrift. Und es ist also wirklich ein richtig super süßes Wohlfühlbuch, perfekt für den Frühling und Sommer geeignet, für eine schnuckelige, kurze Liebesgeschichte sozusagen. Und ja, ich finde auch das Cover lädt richtig zum Frühling ein und ich kann es euch wärmstens nur empfehlen und ich bin riesig, riesig froh, es endlich gelesen zu haben und oh mein Gott, es war fast ein Highlight im Januar für mich und war richtig toll. Mit Mathilda mitzufiebern, was sie alles so herausfindet und was sie noch alles so erlebt. Richtig, richtig toll. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.